Gucken, ob wir jetzt hier durchkommen. So. Erster Weg zur nächsten Tür. Ob wir da unten einfach hinspringen können. Okay. Und mal gucken. Oh, eine geile Cola und irgendwelche Kekse. Chips? Keine Ahnung. Ah, oh, hier sind so viele Zettel, ich will gerne lesen. Nicht so einen dämlichen Keks einsammeln. Ist hier sonst noch irgendwas? Außer die abgeranzten Wände mit der ekelhaften Dämmung? So. Okay. Wir müssen wahrscheinlich runter, ne? Da unten ist eine abgebrochene... Ist das so eine abgebrochene Wurzel? Das ist gar nicht gut. Was? Fahr weiter! Muss ich jetzt hier raus, oder was? Ich will nicht! Was ist das für ein Suchscheinwerfer in seinen Augen? Oh, wir müssen raus, ne? Oh nein! Habe ich nicht gesagt, wir müssen nach oben? Wie komme ich hier raus? Ah, okay. Düse mal. Uah, lass mich. Das ist ja ganz toll. Wir müssen bestimmt zur Leiter da hinten, oder? Krapschfinger. Was wollte der denn? Schnell weg hier. Ab ins Blümchen. So. Schnupsi. Yeah. Rein da ins Blümchen. So. Ja, ich bin's. Ja. You made it back alive. Ja. As soon as we lost connection, I thought. Nein. I just see you on a camera feed. Ahead of you, in Absolov Research, there's an elevator that you can take to me on floor B1. Okay, B1. I've marked the elevator so you can find it with your sight. Okay. There's probably a lot of things to explore in Absolov Research, okay. But don't stay for too long. Don't insert the key into the tablet until I've analyzed it. Please hurry. Okay, also den Schlüssel nicht in irgendeine Tafel stecken, bevor... Okay, warte mal, wo ist eine Tafel? Ja, und nicht zu lange irgendwo hier verweilen, okay. Aber irgendwie breiten sich hier die Wurzeln auch immer mehr aus. So, die zwei haben wir, also können wir das Terminal hier auch benutzen. Und ich muss... Oh, Alter, oh, warte mal. Da wir ja Sommer haben und bei Fenster auf, denn man weiß es ja... Haben wir dann die Moskitos gleich hier? Was zur Hölle ist das denn? Fifi, der Wunderhund, stimmt. Der war ja auch unterwegs. Fifi, der Wunderhund. Ich habe mich schon gefragt, wann der wieder kommt. So, wo müssen wir denn lang? Hier lang? Wo Fifi herkam?
sind wir denn jetzt? Oh, hier sind Spinde. Mit Sprühdosen? Irgendwelchen alten Lappen. Oh. Mythology Research, Note 4. With Dr. Henrik Andersen and my lovely wife. Dr. Sarah Andersen. The power of the hammer of the god is on a whole other level than anything discovered before. The hammer is powering the entire facility and is more stable than anything else of this strength. Even the power cells charged with it has a huge amount of power. We've decided to call the power Atrium, after the creator of the hammer. And not only does Atrium have the attributes described by Henrik, it also has a lot of magical potential. I don't know how to describe the phenomena scientifically, but Atrium has a terrifying effect on certain creatures from the myth that are affiliated with darkness. When it was wielded by Thor, it must have had an enormous destructive capacity. No wonder the gods are described as feared by everyone in the Nine Realms. Das sieht alles sehr cool aus, finde ich. Achso, da unten waren wir gerade. Also kam Fifi hier aus dem Raum raus. Verstehe ich das richtig? Ich frage mich, was er hier gemacht hat. Hat er noch irgendwelche Codes eingetippt? Der sieht auch so aus, als hätte der 1000 Arme. So. Was soll's schon schlimmer sein, als wie Fifi den Wunderhund zu folgen? Was mache ich denn jetzt, wenn er mir entgegenkommt? Okay. 84, keine Ahnung. 48. Plus 2. Absolof-Forschung. Cool, dass das sogar in Deutsch ist. So, wo geht's hier hin? Was sind das für... Was sind das, Rucksäcke? Das sieht aus wie Rucksäcke. Was machen die? Was bewirken die? Diese Geräusche, ne? Mythology Research, Note 5. There are many gods from the myths, which seem to have ties to the things we are retrieving from the other worlds. We have items from Odin, the Allfather, and his son Thor, the god of lightning. We have also found proof of the existence of the immortal Baldur and Freya, the goddess of fertility. And we have some leads on Hel, the goddess of death. Mimir, the keeper of the Well of Wisdom, and Loki. The god of mischief. But that one worries me a bit. Es läuft also alles hier, glaube ich, so ein bisschen auf Audiologs, habe ich das Gefühl. So, Sektorschleusen rotieren, was? Schleusensperre rotieren. Ich frage mich, hat Fifi den Knopf auch gedrückt? Alter, wie abgefahren. Hui. Na, willkommen in der Matrix. Willkommen bei Mount Massive 2.0 Outlast 3. Alter, was zur Hölle ist das? Was zum... Das sind die ganzen Schlüssel, ne? Davon haben wir ja einen gesammelt. Was zur Hölle ist das? Mythology Research, Note 3. The information me and Henrik has unearthed is just as astounding as mentioned in the previous notes made by Henrik.
One thing I just had to note was the story, depicting an enormous wall built to protect Asgard from the outside world. The story talks of the gods making a wager with a giant. The wager was that if the giant could finish the wall within a set amount of time, he could marry the goddess Freya. However, when the giant was almost finished, the gods cheated. And to add insult to injury, Thor crushed the giant's head with his hammer. This wall that is described in the Younger Edda doesn't seem to be a wall at all. It's a statue capable of shutting out the roots of Yggdrasil and opening them to the one in control of it. I fear that this statue is exactly what we have here in the facility. The Absalom. Das klingt nicht so gut, wenn ich das so sagen darf. Die haben den Riesen einfach mal, ja, verarscht. Das, ja, der Südflügel. Ja, mal gucken, was wir im Südflügel so finden. So, herzlich willkommen im Südflügel. Hier ist es ganz schön dunkel. So, hier können wir die Tür öffnen. Warte mal. Das war so klar. Oh. Hat er was aufgeschrieben? Notiz? Warte mal. Mythology Research. Achso. Das sind aber alles Audiologs, ne? Ja, okay. Also es gibt keine Testlogs oder so. Textlogs, die man irgendwie lesen kann. Schade eigentlich. Hallo, Entschuldigung, ich hätte gern noch einen Schnitzel wie dies da. Und mit dem hingekackten, keine Ahnung. Entschuldigung, ich hab Hunger. Scheint die Kantine zu sein. Haben die sich alle nur von Automaten ernährt? Wo kommt die Musik her? Und was ist das? Ist das... Was ist das hier? Was ist das? Ach so, ein Sammelstück. Oh, 5 von 28. Juhu. Da kommen wir nicht raus, ne? Probier nochmal mein Glück. Nein, knapp. Vorbei ist auch daneben. Ernsthaft. Oh, ich habe nur noch eine Tablette. Ich darf nur noch einmal probieren. Toll. Hätte mir auch sparen können. Jetzt habe ich nichts mehr. Das ist alles gar nicht gut. So, das war also der Südflügel. Hallo, Absalom. Ah, riecht nach Schwacke. Wer läuft denn da hinten? Da hinten läuft jemand. Ach, das ist wieder so ein komischer Typ da, ne? Gott, wie riesig das einfach ist. Okay, ich gehe erstmal Richtung Nordflügel. Da unten ist der Westflügel. Da werden wir bestimmt noch hinkommen. Da hinten latscht er. So, hier kommen wir rein. Da haben wir die Zugangsberechtigung für. Hier sind... ich weiß nicht, was es sein soll. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hier eine Menge Tabletten. Stifte, ein altes, dickes Notebook. Und die Sicht. We've had lots of difficulties maneuvering the other 8 worlds of Yggdrasil to find the artifacts that we need. That is, until now. Henrik found out that magical beings can see on a spectrum that is invisible to mere mortals. And with artifacts and knowledge brought home from Vanaheim, Henrik has managed to infuse this magic into an augmented reality implant, making the spectrum visible to the user. And this is an amazing leap forward to unlock the secrets that these worlds are holding from us. Ja, das ist die Sicht, die wir haben. Augmented Reality ist ja schon auch schon in unserer aktuellen Welt angekommen. Ja. Hallo, mein Freund. Haben wir eigentlich noch was in unserer... Nee, wir haben nichts... Geht der hier einmal rum, oder wie ist das?
Wenn du da gehst, also er so da so, ich so hier so. Scheint doch, glaube ich, nur der Einzige zu sein, ne? Ich weiß nicht, ob die angreifen oder so. Ich will es auch gar nicht rausfinden, wenn ich ehrlich bin. Jetzt dreht er sich schon wieder um. So, was haben wir hier? Eine gelbe Tür. Die ich leider nicht öffnen kann, weil ich leider keinen Schuss mehr frei habe in meinem Arm. Das ist komisch, wenn ich das so sage. So, bevor der jetzt hier angescheißert kommt, würde ich einmal... Okay, hier ist eine Öffnung, die aber wahrscheinlich zubleibt. Das heißt, wir gehen erstmal hier lang. Vielleicht finden wir ja noch ein paar Kekse. Alter, wie riesig das einfach hier ist. Ich weiß gar nicht, wo ich hier als Erstes hinlaufen soll. Was ist hier? Hier kommen wir nicht rein. Da brauchen wir die 8 für. Okay. Ja, ist doch gut. Beruhig dich mal. So, 557. Weiß nicht, ob wir es brauchen. Da hat er markiert. Da müssen wir hin. Da ist aber auch markiert. Da kommen wir nicht rein. Da ist 5. Warte, oh, da können wir speichern. Oh, warte mal. Kommen wir da rein? Nein, da brauchen wir die 3 für. So ein Mist. FB. Oh, da kommen wir doch noch irgendwie anders rein. Nein, okay. Die ist dicht, die Tür. Da waren wir... Da waren wir gerade schon. Okay, pass auf. Dann gucke ich nochmal die große Tür. Ich glaube, wir können unendlich rennen, ne? Ah, hier müssen wir einen Zahlencode eingeben. Wie viel brauchen wir denn? 4 Nummern. Waren das 4 Nummern? Nein, es waren 3. 557, das ist nicht der Code. Ich glaube, wir müssen erst da hinten hin. Glaube ich zumindest. Ja. Abfallentsorgung. Klingt lustig. Fifi! Alter! Fifi! Basement 1, Waste Disposal. Alter! Könnt doch nicht sowas machen. Könnt doch nicht Fifi einfach mal... Alter, was ist mit ihm? Fifi, der Wunderhund, der Fahrstuhl-Wunderhund. Alter. Wieso müssen es immer Fahrstühle und Hunde sein? So, speichern, sagst du, ja? Ich fasse die Kugel an und speicher. So, was haben wir hier? Hier haben wir wieder eine Zahlenkombination. Wir brauchen einen vierstelligen Code, den wir hier nicht sehen. Okay. Gott, habe ich mich gerade verjagt. Die ganze Zeit kommt nichts und dann auf einmal so... Ich bin da. Was wäre denn jetzt gewesen, wenn ich jetzt einfach aufs Feld geguckt hätte, die ganze Zeit auf dem Bildschirm? Dann... Oh. Oh, geil, Kekse. Erstmal auffüllen. Dann hätte man den wahrscheinlich verpasst, den Hund, oder? So. Guck mal, die Kamera rechts. Oh ja, yeah, los geht's. Do you have it? Ja, hab ich, natürlich hier. Oh, magnificent. Praised be Odin and all of his sons. Oh, you've done well. I almost died, and but you didn't. And now you've taken the first step in my plan to save this world of ours. Oh, ja, full fun and quans. Yes, but... Now, there is much I have to show you. And time is of the essence. At the end of the hallway is a room. The key code is 3425. I'll direct you once you've entered the room. Please, leave questions for afterwards. 3, 4, 2, 5. Now go, 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 go. Questions? Where do I even begin? Die Kamera sieht fast exakt genauso aus wie der Duschkopf. Ich wollt's nur sagen, ja? Nur mal so kurz zur Info. Ne? Nur mal so kurz zur Info. So. 3, 4, 2, 5, ne? War's, oder? Nee. Was war der Code jetzt?
Doch, 3, 4, 2, 5. Doch. Ja. Oh, was ist das denn Schönes? Dr. Lisa Svensson, Supervisor, Day 12 of Tablet Analysis. Dr. Anderson brought an artifact holding an engraved sphere in some form of a magnetic energy field. The text delivered with the sphere suggests that it's a soul stone. Something meant to replicate and store the soul of any higher being. There are accounts of time anomalies and split realities, but they are impossible to read at the time. Das ist also unser Speicherstein, quasi hier, diese Speicherkugel. Oh, Spinde. Da bin ich dabei. Na, hallo, 6 von 28. Hallo, ich bin mal gespannt, ob wir wirklich alle finden. Warum ist hier so dunkel? Aber Hauptsache Bluescreen. Natürlich. Was ist das für ein Opfertisch wieder hier? Und wieso haben die Opfertische? Wofür, wenn die doch nur Dings geforscht haben? Ich will das gar nicht aktivieren. Muss ich das aktivieren? Ich will das gar nicht aktivieren. Gut. So, das war 3, 4, 2, 5, genau. Von meinem Kopfball. Also. Der war ganz schön energisch, wie er den Schlüssel gekriegt hat, ne? Wenn ich das mal so sagen darf. Das nimmt kein gutes Ende mit unserem Professor. So, 3, 4, 2, 5. This clears a lot of things up for us. Yes. Thank you for bringing the key back. You're welcome. And thank you for fixing my arm. Yeah. I assume you have no memories of your past, and I bet you're wondering who you are. Well, so am I. But I'm locked out of the facility's main database at the moment. So if we make a quick detour, then... Henrik! Thousands are dying every minute, and you're talking about detours? We need to know, Sarah. I need to know what happened to her. Don't put the girl through any more than she has to, Henrik. Don't make her do this. We have to figure this out. The emergency system severed the connection between most of the systems and the base. You need to go to the medical research facility and approve a remote link to grant me access to the information we need. I would do it myself, but I'm not strong enough. Klar, warum denn nicht? I'll show you everything you need to know. Natürlich. Klar, ich bin ja schon eher um wie ich, also von so an, was soll da auch schon schief gehen? Was soll uns denn da schon passieren? Abgesehen davon, dass Fifi der Wunderhund hier unterwegs ist. Dem ich immer noch nicht traue. Der hat ja nur an uns geschnuppert. Der wollte einfach mal wissen, wie es so ist. Fifi. Fifi. Darf ich ins Wasser laufen? Nein, darf ich nicht. Okay. Kehr, es ist dunkel. Was für eine geile Farbkombi. Was zur Hölle ist das denn? Ist es der Spa-Bereich hier? Was denn? Ich... Okay. Ja. Dann wollen wir mal. Okay. So. Spinnt. Und noch ein Collectible. Juhu. Most things in the facility are always handled with extreme caution, while some just aren't. We're hundreds of meters below the surface in northern Sweden. If something happens, it could be hours before help arrives. Above that, some of the artifacts clearly emits energy fields that could be a potential long-term health risk.
The statue in the center of the facility has hundreds of people walking by it all day. Not to mention the gigantic hammer that was carelessly placed in a room where serious scientists, including myself, are working unprotected right next to it. My PDA tablet was low on battery this morning, but when I got back to my quarters, the battery was almost full. This just can't be right. Das, ja, sehr merkwürdig. Eine Schleuse. Vor allem alles so Hightech und dann immer wieder zwischendurch solche ganz normalen Räume, so mit Regalsystem und tralala, weißt du? Alles irgendwie sehr, 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 sehr merkwürdig. Okay, wenn ich das richtig verstehe, fehlen uns ja eigentlich im Prinzip noch 6 Schlüssel. So, ein zurück gibt's nicht mehr. Also denke ich. Vielleicht können wir auch hochhüpfen, ich weiß es nicht. Diese Funktion hier, ne? Oder haben wir noch gar nicht so groß benutzt, ne? Warum habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass das alles noch kommt? Vielleicht für Fifi, den Wunderhund? Okay. Aufladen. Wir sind ja schon voll. Also der Arm, meine ich. So, was haben wir hier Schönes? Die 8 haben wir nicht, aber wir können es so öffnen. Warte. Ich treffe das nie im Leben. Fast. Jetzt aber. Was ist das denn? High Voltage. Eine weitere Batterie für unseren Arm. Juhu. Warte mal, ich lade mal eben auf. Wenn wir schon einmal hier sind. So, warte. Gut, so. Und noch eine Batterie. Alter Schwede. Läuft, ne? So, da kommen wir nicht rein. Wir können es aber aufmachen. Das ist nicht das Problem. Hier ist auch noch irgendwas Grünes. In the floor ahead of you, there's a battery. In case of a facility-wide power failure, they can be charged to power equipment in smaller areas. Jungraper has the ability to remotely charge these batteries with large and small bursts. When you're done with it, you can just take the energy right back, like any power station. Okay. This will make the area go dark again. Das ist nicht so gut, wenn das alles dunkel wird. Wo nehme ich alles mit? Ansonsten ist hier gar nichts drin. Da sieht aus, könnte man wieder speichern im Nebenraum. Dann gehen wir da doch mal hin. Wow. Ach nee, das war die Tür, die sich gedreht hat. Die rotiert hat die ganze Zeit. Aber sonst ist sie auch nichts. Ich lade nochmal eben unsere... unseren Arm auf. Da werden wir aber noch einige... Da werden wir aber noch einige Batterien kriegen, ne? Für unser Händchen. Für unseren geilen Arm. Batterien. You know what I mean? So. Nein, fast. Bitte mal. Aber wo haben die denn da reingebaut? In so alte Bunkersysteme? Oder... Was sieht manchmal echt so ein bisschen so altmodisch aus? So, jetzt haben wir... Okay. So, laden wir nochmal auf. Kann ich einfach reinschießen jetzt, oder was? Was?
Ach so, okay, ich verstehe. So, Batterie ist jetzt voll, okay. Versorgt jetzt mit Strom. Ich gehe mir trotzdem mal eben schnell hier nochmal aufladen. Erinnert ein bisschen an Half-Life, ne? Wo die Anzüge aufladen. So, das ist jetzt voll. Das heißt, ich kann jetzt hier die Tür entsperren. Und kann hier rein. That thing stopping your path is a wraith. A ghost of a Jotun giant. It's time to show you the weapon in Yangon. Was? The last level, right before it overloads, is used to destroy evil magic. But be wary. Different creatures will react differently to the power, so be careful when using it. Use the large atrium burst to destroy the Jotun wraith that stops your path. R2. Bis Phase 2 halten, dann loslassen. Ich würde gerne einmal bitte aufladen. Das ist alles ganz wunderbar. Das ist alles ganz toll. Don't forget that while you're charging the arm, you can cancel the charge at any time to avoid overloading it. Okay. Schön, dass du mir das sagst. Ich muss mal eben meine Taschenlampe aufladen, das ist viel wichtiger. Das nimmt doch noch weitreichende Konsequenzen. By the gods. I see that ahead of you, there's a whole lot of vermin. Schön. The myth describes them as trolls. We accidentally brought them back from Midgard on an expedition to retrieve a mythical harp from a magical creature which we destroyed. Back then, they were blind. But when they started spreading here, they evolved. And now, they aren't blind anymore. Das ist ganz toll. And they're aggressive and fast. Was? Always be ready with a large pulse of Jan Graper. Ich will hier gar nicht sein. Diese Geräusche. Ja, hallo? Wo muss ich hin? Alter, ich dachte, da oben steht was. Was war das denn? Sie sind also nicht mehr blind, ja, das ist nicht gut. Aber ich kann mich ja wehren, ne, hat er ja gesagt. Ich habe mich schon gefragt, wann das kommt im Spiel, dass man hier irgendwie was machen muss. Schön, dass hier noch ein Keks rumliegt. Wo muss ich denn hin überhaupt? Hier? Ich hab... Oh. Was? Was?